Wer dringend ein öffentliches Örtchen braucht, für den ist die nette Toilette da. Dieser Aufkleber signalisiert, hier darf man, wenn man muss. Wirte, die bei der Aktion mitmachen, stellen der Öffentlichkeit ihre WCs zur Verfügung. Kostenlos und ohne Verzehrverpflichtung. Das Problem ist natürlich schon, auch in der Stadt, wo geht man denn hin? Was für Toilette, was kann man denn benutzen? Und wir können ja nicht bloß immer schimpfen, müssen ja was tun. Also habe ich mir entschlossen, dass wir das so machen. Dafür gibt's monatlich einen Unkostenzuschuss von der jeweiligen Kommune. Über 200 Städte und Gemeinden machen bereits bundesweit mit. Die netten Toiletten sind oft gut ausgestattet, etwa barrierefrei und mit Wickeltisch. Eine vorteilhafte Visitenkarte des Lokals, die bei vielen Beachtung finden dürfte. Der Gast kommt rein, muss bis ans Ende vom Lokal, geht an unserem Grill vorbei, schaut sich das ganze Wirtshaus an, was er nie sehen würde, wenn er nur in der Marktstraße draußen bleiben würde. Auch die Städte profitieren. Eine öffentliche Toilette kostet im Jahr etwa 20.000 Euro. Hier können die Kommunen sparen. Außerdem lockt der Imagegewinn. Die Gäste verbinden das mit einer angenehmen Erledigung und würden mit Sicherheit das in einer guten Erinnerung behalten und vielleicht sogar konsumieren. Vielleicht sogar das nächste Mal wieder kommen. Wir sind froh, dass wir 15 Lokale dazu bewegen konnten, hier mitzumachen. Es ist natürlich eine Renommee-Sache, hier dabei zu sein, schätze ich mal, dass sich keiner hier ausgrenzen will, weil er dann eben gefragt wird, warum macht's jeder und du nicht. Allerdings gibt es auch leise Kritik. Die Städte könnten darauf setzen, dass die Gastronomen ausreichend WCs anbieten. Damit könnte die ohnehin schon geringe Zahl der öffentlichen Toiletten noch weiter zurückgehen. Man muss schon immer aufpassen, dass nicht alles auf die Unternehmer abgewälzt wird. Ich denke, in großen Städten oder auch da, wo große Ansammlungen sind, muss man einfach auch öffentliche Toiletten vorhalten. Das wird man dadurch nicht aushebeln können. Für viele Bürger aber ist die Aktion ein Gewinn. Sie sind begeistert. Im Außendienst gibt es ja diese Geschichte, dass man irgendwann mal muss. Und wenn man da die Möglichkeit hat, dann auch kostenfrei gehen zu können, natürlich super. Das finde ich halt auch nett von den Wirten, dass sie das machen. Man weiß eh nie, wo man hinlaufen soll, wenn man Kinder dabei hat. Das finde ich toll, ja. Angesichts des Mangels an öffentlichen WCs stellt die Aktion für viele eine Erleichterung dar. Die netten Toiletten sind ein gelungenes Beispiel für öffentlich-private Partnerschaft.